Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Beste Frauen. Wir sind hier angekommen bei Folge 15 der Serie Technische Daten im Detail. Und heute schauen wir uns an die technischen Daten, die Details bei den Reifen, die auf den Reifenflanken draufstehen. Heute sprechen wir über die Reifendimensionsangaben. Die dröseln wir für euch auf, damit ihr da beim Reifenkauf einfach besser informiert seid. Danke jetzt schon für euer Interesse. Zieht euch das Video rein. Das kommt aufs Motorradl drauf an. Also es hat eine Zeit gegeben, vielleicht vor 10 Jahren, da hat er müssen breit sein. Wenn er nicht breit war, haben wir gedacht, das schaut ja nichts gleich. Ein breiter Reifen, der macht einfach einen fetteren Eindruck. Du hast einfach das Gefühl, da ist ein bisschen mehr Leistung drinnen, das ist ein bisschen ein ernstzunehmenderes Motorradl. Mittlerweile ist es natürlich so, dass dort gerade bei diesen Retro-Bikes sehr viele Maschinen gibt, denen ein bisschen ein schlanker Raffer sehr gut steht. Und das mit dem Handling stimmt ja auch fast immer, dass das ein angenehmeres Handling hat, wenn der Reifen ein bisschen dünner ist, der Hinterreifen. Optisch ist es aber nach wie vor so, dass ich unbedingt einen fetten Reifen will. Und selbst bei diesen Retro-Bikes, wenn du da zum Beispiel anschaust, diese Honda CB1100, da gibt es ja die RS und die EX. Und die EX hat einen schlanken Raffen, also einen klassisch schlanken Raffen, und die RS hat einen 180er Potschen. Da muss ich keine Sekunden nachdenken, was ich will. Ich will die mit dem 180er Potschen. Ob ich das jetzt brauche, weil die Motorleistung eh jetzt nicht wahnsinnig hoch ist oder nicht, diese Frage stellt sich für mich nicht, sondern mir gefällt das einfach viel, viel besser. Und ich finde, dass diese Fahrwerke schon so wahnsinnig gut sind, dass ich auch mit einem fetten Reifen ein super Handling habe. Und zum Beispiel Werkstunfischner, der hat einen 200er Schlapfen hinten drinnen. Da bin ich ganz deppert drauf. Das ist ganz wichtig. Und der hat ein fantastisches Handling. Also. Ja, die Reifendimensionsangaben an den Motorrädern haben, anders als bei den Autofahrern, die Motorradfahrer, glaube ich, alle im FF drinnen. Insofern möchte ich da jetzt auf die Theorie gar nicht mehr so wahnsinnig eingehen, aber einen spektakulären Wert und eine faszinierende Geschichte muss man schon loswerden. Ducati hat ja auf der Diavel eine 8 Zoll breite Hinterradfelge drauf, also eine 8 Zoll Felge. Und da drauf steckt ein 240-45 ZR17 Reifen. Und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, das wird ein Gequäle werden beim Fahren. Ist aber nicht so. Also da hat Ducati das geschafft, gemeinsam mit Pirelli, dass sie deinen Reifen von der Kontur und von der Mischung konstruieren, dass du trotzdem das Fahrzeug angenehm und harmonisch in die Radien hineinbringst. Das Einzige, was bei diesen Reifen halt schon überbleibt, ist, wenn du stark in die Kurve hineinbremst, dass es halt ein recht starkes Aufstellmoment hat, weil wenn du so einen breiten Reifen hast und du bringst dann quasi versetzt von der Mitte eine Bremskraft hinein, dann stellst du den Reifen halt auf. Aber es ist viel geringer, als man eigentlich glauben mag. Und da hast du mit diesem Fahrzeug ein unglaublich dynamisches Fahrgefühl. Und das ist auch was, wo ich sage, das glaubst du nicht, wenn du diesen Wert liest. Wenn du einfach diese technischen Datentabelle durchliest, dann ist das zu wenig. Dann kannst du kein Urteil fällen über dieses Fahrzeug. Das hat sich einfach so rasant entwickelt, diese Technologien und auch die Mischungen, dass da Dinge jetzt möglich sind, die früher nicht möglich gewesen wären. Insofern wäre jetzt, sagen wir mal, die erste Generation fahren, also der früher Motorräder gefahren ist mit 42 mm breiten Reifen und jetzt aktuelle Motorräder mit aktuellen Reifen fahrt, der wird da sehen, dass das ist jetzt echt eine neue Welt und kann man eine neue Chance geben, weil optisch ist das natürlich eine ganz mächtige Geschichte. Also wenn man die Reifendimension 180, 55 ZR17 in Klammer 64 W, Klammer zu, nimmt, dann bedeutet eben 180, dass das die Breite des Reifens ist in Millimeter. Wobei, wenn man das jetzt exakt mit einem Messschieber nachmisst, nicht immer exakt 180 sind. Es kann 185 sein, es kann 175 sein, je nachdem welcher Hersteller das ist. Die 55 sind in Prozent die Angabe, wie hoch der Reifen ist, also 55% von diesen 180. ZR ist die Bauart, also Radialreifen. Z heißt, dass der über 240 auch genehmigt ist. Und 17 ist die Breite der Felge. Das ist in Zoll. 25,4 mm mal 17 ist dieser Felgendurchmesser.
dann hat man in Klammer 64W, 64 ist die Tragfähigkeit, Tragfähigkeitsindex, W ist der Geschwindigkeitsindex. In Klammer heißt es, dass der Reifen theoretisch auch für höhere Geschwindigkeiten benutzt werden kann, ist allerdings dann vom Hersteller eine Freigabe erforderlich. Und man hat dann auch bei manchen das M-C, also für Motorcycle, das ist in manchen Ländern erforderlich drauf. Dann hat man ein Produktionsdatum des Reifens, sondern dann hat man auch Stellen, wo der Reifen getestet wird auf Profiltiefe. Also die Breite der Felge, die ist in den Homologationspapieren drinnen. Da steht dann 5,5 Zoll mal 17, das heißt die Breite ist eben 5,5 Zoll und diese Breite nimmt nur gewisse Breite des Reifens auf, also nur gewisse Reifen. Und man kann da nicht x-beliebig drauf montieren und man sollte natürlich danach richten, was in den Homologationspapieren drinsteht, die den Reifen diese Reifengröße auch montieren. Im Rennsport, auf der Rennstrecke, montieren die Jungs dann auf dieselben Breite auch von bis Reifen, von 180 bis 200. Der Reifen geht dann nicht immer optimal auf dieser Felgenbreite auf. Also ein schmaler Reifen auf einer breiteren Felge wird eher bauchig aufgehen, bis er da drin sitzt. Und umgekehrt ein breiterer Reifen, sofern er nicht für diese Felgenbreite konstruiert ist, geht eher ballonartig dann irgendwo auf. Und das ändert natürlich dann auch die Höhe des Reifens und beeinflusst auch die Fahreigenschaft vom Fahrzeug. Also hier ist gerade bei einem 180er Breite irgendwo von einer 5,5 Felge auszugehen. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die sich selber nur eine Reiseenduro mit 21 Zoll Vorderrad kaufen, sagen wir es einmal so. Habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass man mit 19 Zoll Vorderrädern auch sehr, sehr weit kommen kann. Das ist natürlich immer alles ein Zusammenspiel mit dem Federweg, aber prinzipiell kommst du mit einem 21 Zoll Vorderrad viel leichter über Hindernisse drüber, schluckt es viel mehr. Speichenräder sind auch wichtig, also dass man ist fast noch wichtiger als die Reifendimension, aber ich kenne eh kein 21 Zoll Gussrad eigentlich, das sind eh alles Speichenräder. Du hast gesagt, die Bussi-Version, die 19 Zoll, ich sage dann eh, wenn nicht 21 Zoll, wenn ich Straße bleibe, dann ist vielleicht wirklich die 17 Zoll Schicht das Lustigere, weil da merkst du dann auch wieder das Mehr an Agilität auf der Straße. Das 19 Zoll ist also ein Kompromiss, wie ein Reiseenduro ja immer ein Kompromiss ist, aber ich finde, man kann mit einem 21 Zoll Vorderrad ähnlich Passstraßen, kurvenreiche Straßen fahren, ist vom Einlenkverhalten nicht so viel Unterschied, aber ich habe dann schon mehr Reserven auf gröberen Stellen. Also bezüglich Reifendimensionen haben wir natürlich auch bestimmte Einflussmöglichkeiten durch Veränderung dieser Variablen Einfluss aufs Fahrwerk oder auf das Fahrverhalten auszuüben. Man kann relativ global einmal sagen, gerade was den Hinterreifen betrifft, je größer die Baubreite ist und je größer die Auflage des Reifens ist, desto besser oder desto mehr Vorteile habe ich natürlich, was Grip betrifft, gerade in Beschleunigungssituationen, in Schräglage etc. Das heißt, hier habe ich Möglichkeiten mit relativ großen Hinterradreifen hier mehr Auflagefläche und somit mehr Grip zu erzeugen. Es ist aber nicht immer nur positiv, wenn man in die große Richtung geht. Der negative Effekt ist, je breiter und je größer ein Reifen baut, desto mehr Kraft und Aufwand benötige ich natürlich, das Fahrzeug in Schräglage zu versetzen, weil man kann sich gut vorstellen, wenn ich einen breiten Reifen habe, wandert natürlich beim Fahrzeug, wenn ich das in die Schräglage bewege, der Auflagepunkt sehr stark von der Mitte zur Außenkante. Bei einem schmaleren Reifen ist das nur deutlich weniger der Fall. Dadurch hat ein Reifen kleinerer Dimension im Handling Vorteile. Sieht man ganz gut, gerade wenn man auf die Rennstrecke geht, dass eher schwächere Motorräder, wo es nicht so auf den Grip ankommt, eher die kleineren Reifen haben, kleinere Dimensionen, als Motorräder,
die eigentlich vom Grip leben, wie MotoGP-Bikes, Superbikes, die sehr viel Leistung haben und versuchen müssen, diese Leistung auf den Boden zu bringen. Da geht man dann den Kompromiss, dass man sagt, okay, man macht da schon eine gewisse Greifengröße rein, damit ich den Grip habe und verzichtet auf das eine oder andere Quäntchen von Agilität. Davor habe ich aber die Möglichkeit, die Leistung, die ich habe, sehr früh freisetzen zu können. Also mit den Reifendimensionen habe ich sehr wohl gute Möglichkeiten, hier auch Einfluss zu nehmen. Was vielleicht gar nicht so in die Dimensionsrichtung geht, sondern eher ein bisschen auf die Kontur des Reifens abzielt. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt für einen Reifen, weil die Reifen gleiche Bezeichnungen aufweisen, heißt das nicht, dass die automatisch wirklich gleiche Dimensionen haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also ein 190er Reifen von Hersteller A ist nicht gleich breit wie ein 190er Reifen von Hersteller B. Also auch das variiert sehr stark. Und selbst wenn die Breiten auch gleich sind, haben wir bei den Reifen oft unterschiedliche Konturen. Und diese Kontur ist maßgeblich für das Fahrverhalten auch zuständig. Also man kann es nicht globalisieren, indem man sagt, ein bisschen schmälerer Reifen hat automatisch die und die Auswirkung, sondern es hängt auch maßgeblich davon ab, wie ist diese Krümmung, wie formt sich die, ist die sehr eher flach oder ist die sehr spitz. Von solchen Sachen hängt dann die eigentliche Fahrdynamik von Fahrzeug oder das Fahrverhalten extrem ab. Und damit kann ich mich aber auch spielen aktiv, indem ich eben gezielte Änderungen am Vorderreifen oder am Hinterreifen durchführe, um hier bestimmte Performanceänderungen durchzuführen. Eigentlich sozusagen die Hauptaufgabe der Reifenhersteller, da wird in erster Linie eben daran gearbeitet, bestimmte Konturen herauszufinden, die auf den meisten Fahrzeugtypen sich bewährt haben oder Vorteile bieten, und das wird dann produziert. Was beim Reifen nämlich noch dazu kommt, ist, die Kontur im unbelasteten Zustand ist auch nicht gleich die Kontur im Fahrzustand. Je nach Karkassenstabilität und Luftdruck, das ich da drin habe, ändert sich der Reifen natürlich mit Belastung. Durch Belastung verformt sich die Karkasse ja an einem Punkt, und je nachdem, wie leicht sich diese Karkasse verformen lässt, verformt sie natürlich auch die Kontur im Betrieb. Das heißt, rein die Kontur von einem Reifen im unbelasteten Zustand, wenn er vor einem liegt, zu vergleichen, ist auch nicht immer möglich. Also man muss dann schon auch noch ein bisschen berücksichtigen, was passiert denn, wenn ich diesen Reifen belaste. Weil unbelasteten Zustand habe ich in Wahrheit ja nie wirklich, sondern ich habe da eigentlich im Gegenteil sehr starke Belastung, gerade in Schräglage, wo nur die Zentrifugalkraft oder die Fliehkraft drauf wirkt, habe ich eine sehr hohe Belastung vom Reifen und eine starke Verformung. Und da spielt natürlich dann zusätzlich zur Grundkontur noch eine große Rolle, wie verformt sich dieser Reifen in dieser Situation. Und da gibt es dann eben noch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu beeinflussen, wie über den Luftdruck. Mit dem Luftdruck kann ich die Karkasse unterstützen, ihre ursprüngliche Form beizubehalten, ein ganz wichtiger Punkt. Oder eben absichtlich Luftdruck rauszunehmen, um mehr Verformung zuzulassen, um mehr Auflagefläche zum Beispiel zu erzeugen, etc. etc. Also man hat da sehr viele Möglichkeiten, in dem Bereich sich zu spielen und Verbesserungen vorzunehmen. Es erfordert aber doch einiges an Erfahrung, um von Haus aus sagen zu können, mit diesen Reifen, diesem Luftdruck und dieser Kombination erreichen wir dieses Ziel oder dieses Ziel. Also das ist dann sehr individuell. Machen wir dann natürlich je nach Wunsch vom Kunden, gehen wir da auch noch ein. Und wie gesagt, wir können dann mit den Reifen oft viele Fahrwerksprobleme auch ausmerzen, die man rein übers Fahrwerk selber oft gar nicht ausmerzen kann. Also es gibt gerade sehr viele Naked Bikes, die sehr aggressive und sehr instabile Geometrien haben. Die reagieren sehr empfindlich auf unterschiedliche Reifentypen. Sportmotorräder, die von Haus aus sehr hohe Stabilitäten haben in der Grundgeometrie, sind gar nicht so empfindlich auf unterschiedliche Reifen. Aber gerade so Naked Bikes, Super Duke etc., die von Haus aus von der Stabilität her, ich würde nicht sagen grenzwertig sind, aber doch sehr auf Agilität ausgelegt sind. Da merkt man zum Beispiel an die unterschiedlichen Reifen und unterschiedlichen Bereifungen mit Luftdrücken enorm. Und da kann man dann auch über dieses Thema dann sehr viel gewinnen. Reifendimensionen, ja. Lieber Haue. Ich möchte da eher die Breite ansprechen. Und der Reifen an sich eines Motorrades, also zwei sind ja dran,
Man muss schon überlegen, das ist das Letzte oder das Einzige, was den Kontakt mit der Straße herstellt. Das heißt, die Reifen sind eigentlich viel wichtiger, als man glauben würde. Unscheinbar, schwarz, rund, haha, immer wieder der lustige Scherz. Aber die Breite ist natürlich auch sehr aussagekräftig über die Agilität eines Motorrades. Wobei, ich habe mir eine gewählt, die durch die Bombierung, ich sage es gleich, Ducati Diavel, die hat ja hinten einen 240er Schlapfen, wo man jetzt glauben könnte, das ist ja urbreit und das kann ja gar nicht um die Kurven gehen. Aber die Bombierung macht es doch wieder wett, dass das Motorrad relativ agil zu fahren ist. Natürlich ein 180er Hinterreifen oder sogar 160er, der biegt schon besser ab. Und was hast du dir gewählt? Na, ich bin noch weiter runtergegangen zum richtig agilen Motorrad, das mir persönlich auch sehr gut gefällt. Kawasaki Versys X300. Mit einem 130er Hinterreifen. Also wenn man die von hinten anschaut, muss man schon sagen, das ist schon sehr schmal. Aber während der Fahrt, da spürt man dann die Vorteile. Also die ist total wendig, geht auch im Gelände sehr gut. Und ich muss da sagen, da bevorzuge ich persönlich doch eher einen schmalen Reifen, weil er eben diese gewisse Wendigkeit gibt. Ja, aber ausschauen, zumindest bei der Diavel, tut der 240er schon besser. Also muss man auch überlegen, dass das dann leiwand ausschaut. Aber ich bin ja nicht so der Poser wie du. Ich bin auch gar kein Poser, ich hab's einfach nur gern. Aber du musst auch überlegen, dein 130er Hinterreifen ist nur ein bisschen breiter als mein Vorderreifen. Ja? Ich habe ja einen 120er vorne. Stimmt, ja. Und eine Harley Davidson Fat Bob hat einen 150er Vorderreifen. Das musst du auch überlegen, das ist auch heftig. Das ist heftig. Aber wie gesagt, für die Fahrdynamik, die Reifenbreite und die Reifendimension schon ganz wichtig. Ja. Wir sind natürlich bei 1000 PS normalerweise immer so auf Neuheiten fixiert und natürlich sind für uns die Reifentests das wichtige Thema. Aber ich glaube schon, dass es wichtig war, dass wir so mal so ein Grundausbildungs-Basis-Informationsvideo auch mal reinsetzen müssen hier auf YouTube und nicht immer nur neu und die neuen Testberichte reinpulvern. Ich glaube, dass das eine interessante Geschichte war. Freue mich aber gerne über euer Feedback, über euren Input, ob das Sinn gemacht hat aus eurer Sicht. In jedem Fall, danke für Ihr Interesse. 15 Folgen haben wir ja gedreht zu der Serie Technische Daten im Detail. Sollte man was vergessen haben, postet es gerne unten drunter, dann machen wir noch eine zweite Staffel für euch. Dankeschön jetzt. Tschüss und Baba.